Also ich denke aber, dass wir die Frequenz des D&Ds zukünftig ein bisschen nach oben fahren werden. Potenziell. Dass das tatsächlich zweimal die Woche passiert. Weil ich glaube, da öffnet sich ein kleines Zeitfenster bei mir. Wir werden das sehen. Aber vorher... Lass mal gucken hier. In die Videos rein. Ich wollte beweisen, dass Influencer für Geld wirklich alles sagen und sogar ihre Prinzipien vergessen. Und deswegen brauchte ich ein Produkt, das einfach herzustellen ist und wo man auch ein bisschen schummeln kann. Und deswegen habe ich eine Creme erfunden. Darf ich vorstellen, Hydrohype, die Creme für gewissenslose Influencer, die für Geld alles sagen und auch nicht so gut lesen können. Ich habe mir jetzt hier bei Amazon für ungefähr 15 Euro 5 so kleine Cremetiegel bestellt. Und dafür habe ich für ungefähr 20 Euro Klebeetiketten bestellt, die einmal gleich um den Tiegel rumgeklebt werden. Und wir haben auch Etiketten vorbereitet, wo drin steht, was in dieser Creme drin ist. Und die ersten Inhaltsstoffe sind tatsächlich wahr. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das... Wie kann sowas noch funktionieren? Wie kann das immer noch funktionieren? Wie kann die hochgezüchtete, vollkommen durchmonetarisierte, von Agenturen und Managern betreute, bis ans Ende abmonetarisierte, kommerziell bis unter die Decke stehende Influencer-Branche immer noch so verarscht werden? Preisgeben, was da drin ist, damit keiner eine Allergie hat und so weiter und so fort. Aber auch hier haben wir wieder einige Easter Eggs reingebaut. Und zwar steht hier auch drin, dass hier Uran drin wäre. Ich glaube, nicht so gut für die Bitte? Haut. Asbest soll hier drin sein. Sollte man sich, glaube ich, auch nicht ins Gesicht schmieren. Und mein Lieblings-Easter Egg, Pipi Kaka Seed Oil. Das sollte auch in keiner veganen Creme fehlen. Ich sehe natürlich schon wieder alle in die Kommentare schreiben, Hilfe, pack doch da kein Uran rein. Habe ich natürlich... Warum hat denn der da kein Uran reingebracht, wenn das da draufsteht? Nicht, aus Uran macht man Bomben und kriegt man sowieso nicht so leicht. Asbest war früher ein mega billiger Baustoff, aber auch krebserregend. Und Pipi Kaka, das machen die kleinen Kinder in den Topf. Ja, aber was ist denn in der Creme? Nichts Schlimmes, es ist bio, vegan und Leute machen sich das normalerweise auf dem Körper. Aber der Rest ist Betriebsgeheimnis. Wir haben jetzt hier eine Website vorbereitet. Ich sage, es ist Joghurt. Das ist kein Joke. Das wird wahrscheinlich einfach so ein 0,3% Fettjoghurt sein. Ja, sowas, das was 3 Plus damals immer gefressen hat. So ein Joghurt ist das. So ein Joghurt wird das sein, ganz ehrlich. Es wirklich in sich hat. Im Internet gibt es Photoshop-Dateien, die man sich einfach runterladen kann, wo einfach Produkte drauf abgebildet sind, schön dekoriert mit Blumen und tollem Hintergrund und schon geilen Filter drauf. Und da kann man einfach seinen Namen, sein Logo, alles einsetzen. Und dann sieht es so aus, als hättest du 10 Produkte auf dem Markt, die gar nicht existieren. Das fängt an mit Augenpflege, Deo, Lippenpflege, Nagelpflege, Duschmus, Porenserum und natürlich unsere tolle Skincare, die Influencer bewerben sollen. Und dieses Foto, das haben wir uns mal runtergeladen, so sieht es aus und haben da einfach mal unser Etikett drauf geklatscht. Alter, das sieht halt auch noch fucking fake aus. Das gleiche haben wir auch gemacht mit sogenannten Stockfotos. Das heißt, wir haben dieses Foto einfach aus dem Internet gezogen von einer Frau mit so einer ähnlichen Creme und haben da auch unser Logo drauf gemacht. Man sieht halt, dass das Fake ist. Die Homepage war ein Klacks, aber da musste ich natürlich noch für Internetpräsenz sorgen und die Influencer da abholen, wo sie sind. Und das heißt, ein Instagram-Profil hochziehen. Oh Gott. Und das durfte natürlich nicht 3 Tage alt sein, damit es nicht unauthentisch ist. Und deswegen habe ich wochenlang ein Instagram-Profil hochgezogen. Ich möchte natürlich hier nicht jeden Tag irgendwas posten und keinen interessiert es. Deswegen haben wir Likes gekauft. Sagen wir es, wie es ist. Wir haben auf jedes Posting so ungefähr ja, zwischen 50 und 100 Likes gekauft, damit es das Ganze auch authentisch wirkt und auch die 455 Abonnenten. Oh, ich krieg direkt Gänsehaut, Alter. Die wir aktuell haben, die sind auch alle gekauft. Also man weiß es ja mittlerweile von einigen Influencern, dass die sich so vor allem unter Verlosungen mal gerne Kommentare kaufen. Da sind dann immer nur ein paar Emojis abgebildet. Aber man kann mittlerweile auch individualisierte Kommentare kaufen. Kein Witz. Wie zum Beispiel Fiana833, wo auch immer der herkommt. Und der hat geschrieben, meine Eltern haben mir das schon aus Italien mitgebracht. Liebe das Mousse. Elis Kehlen kommt, glaube ich, irgendwo aus Südostasien und schreibt endlich auch in Deutschland, Herz. Nirwan 571 aus Vietnam schreibt, letztens im LPG-Biomarkt gefunden und direkt mal ausprobiert. Das sind Testimonials, die sich jede Marke wünscht. Die Hydrohype-Community ist super, vor allem in Südostasien. Ich glaube, da habe ich den Markt schon erobert. So, wir brauchen natürlich auch Content für Instagram, das heißt... Alter, wie lange macht der das schon? Ich mache jetzt fleißig Stories von einem Biomarkt und die werden dann später über Fake-Accounts gepostet und von Hydrohype einfach repostet, damit es so ein bisschen aussieht, als ob es schon Kunden gibt, die unsere tolle Creme hier in den Biomärkten kaufen. Ja, fertig und jetzt haben wir ein paar Stories und ganz viele neue Kunden für Hydrohype.
Nachdem ich vor ein paar Tagen die Stories von Hydrohype vor den Biomärkten gepostet habe, haben diese Biomärkte sogar teilweise reagiert. Denn's Biomarkt zum Beispiel hat unseren Beitrag geliked und Alnatura hat sogar noch einen draufgesetzt, denn die haben uns Sternaugen zurückgeschickt. Entweder hat die Social Media Abteilung gar keine Ahnung, was bei denen im Laden so abgeht, oder sie freuen sich einfach sehr, dass Hydrohype dort im Regal steht. Mega gut. Die Biomärkte freuen sich schon auf mein Produkt. Ich sehe schon meinen eigenen Hydrohype-Stand auf der nächsten Glow. Aber Step... What the fuck? Step by Step, jetzt brauchte ich erstmal eine Influencerin, die für Hydrohype Werbung macht, damit die, die wir anfragen, nicht die Ersten sein müssen. Ich habe euch doch vor circa einem Monat gesagt, dass ich eine neue Creme zugeschickt bekommen habe. Das ist die Marke Hydrohype. Die ist so gut, Leute. Ich kann euch nur weiterempfehlen. Ganz ehrlich, danke an Minikuta, dass sie da mitgemacht hat, weil da war Hydrohype noch nicht die Supermarke, die sie heute ist. Aber als nächsten Schritt brauchte ich dann noch eine PR-Firma, die mich vertritt. Und die habe ich dann auch erfunden. Mit Website, Mail-Account. Digga, was? Instagram-Account und einer Prepaid-Nummer, um die Influencer anzufragen. Willkommen auf der Website von Corcovado Promotions, der Eventagentur, der man alles anvertrauen sollte. Im Hintergrund sind sogar Leute, die im Kino Spaß haben. Wenn das kein Vertrauen weckt, dann weiß ich auch nicht. Und sogar international aktiv. United States of America, Korea, Germany, Austria, Switzerland. Überall sind wir vertreten. Und man sieht sogar die ganzen alten Projekte, die wir angeblich schon gemacht haben. Ganz unten findet man dann sogar einige Kundenbewertungen, denn diese Agentur ist dafür zuständig, im Nachhinein die Influencer anzufragen, weil das macht natürlich nicht Hydrohype selbst. Hier geht es darum, dass wir gerne Instagram-Stories buchen wollen würden bei den Influencern. Für die Kalkulation ist es wichtig zu wissen, wie hoch eure Gage für eine Instagram-Story ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt, mit was für Preisen ihr in die Ecke kommen. Ob mir oh mein Gott. Dann die Ohren schlackern oder ob wir einfach mal zwei, drei Influencer buchen, um unsere tolle Creme an den Mann zu bringen. Oh mein Gott, jetzt wird's ja juicy. Auf Nummer sicher zu gehen, dass unsere Influencerin wirklich eins zu eins das sagt, was ich ihr vorgebe, habe ich ein Produktbriefing erstellt. Und zwar in Form einer PowerPoint-Präsentation. Einerseits will ich dafür sorgen, dass die Influencerin, aber vor allem ihr Management, denkt, dass es sich hierbei um eine wirkliche Kampagne mit einem echten Produkt handelt. Und andererseits wirkt so ein aufwendiges Briefing einfach wesentlich professioneller. Auf der letzten Seite des Briefings habe ich nochmal einen draufgesetzt und habe ein komplettes Konzept erarbeitet, wie die Influencer denn das Produkt bewerben sollen. Denn sie sollen nicht nur die Anwendung des Produkts zeigen, sondern auch, Alter, auch den Anti-Aging-Effekt. Und wie kann man das am besten beweisen? Sie sollen ein Foto vor der Anwendung und nach der Anwendung machen, um zu beweisen, dass diese Creme auch wirklich Wunder wirkt. Der Weg war also geebnet, die Firma hat den Markt erobert, die PR-Firma war bereit und jetzt mussten wir nur noch die Produkte abfüllen. Das heißt, jetzt wird das Betriebsgeheimnis gelüftet. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Influencer dafür, dass sie dann Geld bekommen... Nein, was hast du da reingemacht? Ist es Magerquark? Diese Kampagne. Ist es... Dass der Vorher-Nachher-Effekt dieser Creme wunderbar ist, dass das super funktioniert, kann es aber nicht, denn wir füllen hier keine Anti-Aging-Creme rein, sondern dieses Light-Gel. Was? In, ja, Naturoptik. Also das ist Kunstsperma. Ich habe jetzt die erste Antwort von einer Influencerin bekommen, die wir für Hydrohype angefragt haben. Allerdings schreibt sie jetzt, dass sie das Produkt gerne vorher testen möchte. Heißt, ich soll ihr das Produkt vorher zuschicken, um dann zu entscheiden, ob sie dafür wirbt oder nicht. Aber ich probiere es auf jeden Fall mal aus und schicke ihr unsere Creme mal zu. Ich habe allen Influencern von vornherein immer ein faires Angebot gemacht, in der Hoffnung, dass sie direkt nur aufs Geld schauen und gar nicht gucken, für was für Murks sie im Endeffekt werben. Aber mit so einer einfachen Frage, ob sie das Produkt vorher testen kann, hat sie mich gekriegt. Aber ich habe das Produkt trotzdem hingeschickt, in der Hoffnung, dass es den Test besteht. Und? Bestanden? Leider nicht. Ich habe für die Kampagne einen Korb bekommen. Aber eigentlich sollte es ja auch genauso sein, dass man die Produkte halt vorher sich anschaut. Good job, Alter. Good fucking job. Das war mal, so soll es sein. Kommt eine Anfrage, sagt mir, hey, willst du ein Placement haben? Ja, für was denn? Das hier. Kenne ich nicht. Kann ich das ausprobieren? Ja. Nee, ist scheiße. Okay, tschüss. Bevor man dafür Werbung macht. Aber das Gute ist, wir haben zeitgleich die Antwort von einem anderen Management bekommen. Von einer Influencerin, die sich vorstellen kann, für Hydrohype zu werben. Aber auch sie möchte das Produkt vorher testen. Das heißt, irgendwie gehen gerade alle auf Nummer sicher, um sich nicht reinlegen zu lassen. Aber wir versuchen trotzdem unser Glück und schicken das Paket nach Dubai. Ich habe ernsthaft eine Zusage bekommen. Ich habe das Paket nach Dubai geschickt, sie hat die Creme getestet und trotzdem möchte sie für Hydrohype werben.
Sie sollte natürlich auch sagen, dass in dieser Creme Uran drin ist, damit sie sich halt ein bisschen zum Löffel macht. Aber ich habe das so ein bisschen kaschiert, indem ich halt gesagt habe, Urangestein gefiltertes Wasser. Uran ist ein bisschen schwierig, denn bei Atomwaffen A-Z.de steht, dass man für eine Uranbombe nur etwas Sprengstoff und zwei Blöcke Uran braucht, um eine Bombe herzustellen. Deswegen habe ich so ein bisschen seriöses Zeug darum rumgeschrieben. Oh mein Gott, wer ist das? Damit es halt nicht auffällt. Die hat das wirklich gepostet. Morning, guys. Ich mache gerade meine Morgenroutine und ich habe gerade die Hydro-Hype-Gesichtscreme benutzt. Das ist diese hier. Für eine Sache muss ich Enissa ehrlich loben. Sie hat den Content pünktlich abgeliefert, sodass ich vorher schauen konnte, dass sie nichts falsch ausspricht und keine Fehler macht und hat alles on point gepostet. Die letzte Zeit habe ich die Skincare von Hydro-Hype ausprobiert and I absolutely love diese Gesichtscreme. Like, Digga. Die hat sich einfach das Gleitgel in die Fresse geschmiert. Schau mal, dieser, das ist vorher, ne? Like, look at this for. This look like cook in this rein. Cook, look, don't look at this, don't look at, cook this here rein. Vorher nachher Effekt. Vorher nachher unglaublich. Das sieht so glowy aus. Unglaublich. Super gegenfalten, ne? Ich sehe da ehrlicherweise keinen Unterschied. Kann natürlich sein, dass die eine Gesichtshälfte trocken ist und die andere jetzt glänzt, weil da Gleitgel drauf ist. Aber dafür ist Gleitgel ja auch da, wenn was trocken ist. Das sieht super. Oh mein Gott! Wesentlicher Bestandteil der Creme von Hydro-Hype ist das durch Urangestein gereinigte Wasser. Urangestein gereinigte Wasser, Chat. Zertifizierter Bioanbau. Ein wesentlicher Bestandteil der Creme ist das durch Urangestein gereinigte Wasser. So, da ist es, das Urangestein gereinigte Wasser. Kann auch sein, dass Enissa gar nicht weiß, was Uran ist, aber... Was ist denn, wenn er jetzt dafür bezahlen muss? Was ist denn, wenn die ihm jetzt eine Rechnung schickt? Die interessiert das gar nicht. Man heutzutage eigentlich auch googeln. Gut, aber ihre Haut strahlt auf jeden Fall jetzt mehr als ihr Handy. I think that's what gives it like this very hydrating feeling. Und es ist dann 100% parabenfrei, silikonfrei, vegan, bio und tierversuchsfrei. Was super wichtig ist, ist like... Ach du Scheiße. Just a natural product. Das Tegel hier ist auch super von unterwegs und es ist generell... Digga, sie geht halt voll rein. Really good for empfindliche Haut, like I have. Optimal. Sie hat 1:1 das gesagt, was im Briefing stand. Aber nicht so optimal ist, dass sie halt gar nicht hinterfragt hat, was sie da überhaupt sagt. Ist auch erhältlich bei ausgewählten Biomärkten, aber ihr könnt auch hier gerne einfach hochwischen. Außerdem hat sie noch dieses Foto in ihre Story gepostet, ein Beweis für den Vorher-Nachher-Effekt. Und da muss ich sagen, sieht man ganz klar, dass sie da irgendwie dran gemogelt hat, denn so ein Effekt kann Hydro-Hype gar nicht hervorrufen. Es ist Gleitgel! Da ist ja nur Gleitgel drin. Ich bin fassungslos, Bruder! Und das finde ich ehrlicherweise ein bisschen schwierig, weil sie da offensichtlich für Geld ihre Zuschauer belügt. Gestern ist die Story von Enissa Bukvic online gegangen und daraufhin ist einiges passiert. Zum Beispiel folgt mir jetzt die Schwester von Sami Slimani. Ich zeige euch jetzt auch mal die Textur, die ist mega leicht. Ja, das stimmt. Und es wäre eigentlich mal ein cooler Coup, ihn ranzubekommen. Und am Ende wollte der Manager noch mit mir telefonieren. Und so ein Telefonat, das habe ich noch nie in meinem Leben. Leute, das war der erste... Oh mein Gott. Ach du Scheiße, Bruder. Marvin. Marvin! Ey, es tut... Ey, wisst ihr... Ey, diese Kosmetikszene, ne? Die ist auch so gefickt. Buchstäblich. Die schmieren sich Gleitgel in die Fresse und sagen, das ist die übelste, krasse... Guck dir das an, ne?